Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Spielen wir mal Wolfenstein The New Order. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört und ich hoffe, die Aufnahme hält, weil irgendwas war jetzt vorhin seltsam. Ich kann noch nicht mal genau definieren, was es war. Es war auf jeden Fall ganz merkwürdig. Okay. Achso, hier war dieser komische Raum da. Du wärst, Max. Ich bring dich nach Hause. Das Spielzeug, alles was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Tolles Spielzeug haben wir jetzt gefunden. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Okay, jetzt sind immer noch Spielzeuge verloren. Amerikanischer Trottel. Aber was für welche? Wenn man da hinten hinkommt, weiß ich immer noch nicht. Also das ist ein Zeitungsartikel. Verlorene Spielzeuge. Toll, wo finden wir jetzt verlorene Spielzeuge? Leute. Tja, die Spielung geht jedenfalls noch. Es ist wie ein Duke Nukem, außer dass es da reinschifft, aber... Ja, ich weiß noch nicht, wo die verlorenen Spielzeuge sind. Menschenskinder, wo sind denn die? Wo könnten die sein? Fragen wir mal so. Komisch. Ah, den habe ich doch erst. Der war doch in diesem Archiv, dieser komische LKW da. Da. Ein Spielzeug auf der Flucht. Jetzt müssen wir ja alle haben. Haben wir ein neues Modell freigeschaltet. Okay, Modell. Das heißt, uns fehlt nur noch das Goldding. Und das war wahrscheinlich irgendwo anders. Ich wüsste jetzt nicht, wo das hier sein soll. Ist aber auch mir jetzt endgültig relativ schnurz. Piepe. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Haben Sie im Archiv gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja. Hab etwas. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Shu-Technologie, ist nahezu perfekt.
Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert. Jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht 3-mal in den Dokumenten über die Dati Shoot auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati Shoot. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann, vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung! Schaubande! Schneller! Schneller! Bitte! Bitte, gute Frau! Sie liegt im Sterben! Was ist nicht dran? Das war doch gerade die Frau aus dem Zug. Bewegung! Ja, das ist die Frau aus dem Zug und das Milchbubi. Frau Engel, was ist mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang! Der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür, Samstag. What the? Ein Charakter, eine Zeichnung, viel Gold, ein Brief und viel komisches Enigma-Zeug. Wir sind in Kapitel 8. Juhu. Schließen. Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Okay, die haben uns also jetzt... etwas tätowiert. Der erste Tag ist hart, mein Freund. Lerne zu akzeptieren. Es wird nicht einfacher. So lange her? Nun, ich weiß nicht genau wie lange. Wochen, Monate vielleicht. Wenige überleben lang. Ich bin in Afrika gekämpft, hab's eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4-Uniform an, heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Danke. Du musst irgendwie die Wachen ablenken. Sie beobachten dich.
seine Maschinen kaputt, dann drehen die Wachen durch. Das ist ein guter Trick, um sie loszuwerden. Okay, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich gerade fuhr. Es fällt auf jeden Fall auseinander, wenn ich es in der richtigen Reihenfolge mache. Ah, okay. So, so und so. Milo, Milo, ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht tot? Oh Gott, sie lebt! Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen! Kehrt sofort in eure Quartiere zurück! Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor! Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz, sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig? Rotes Tor, Gefangene! Sü! Aber von Ort so, so, so. Gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. Wie auch wir. Alter, das sind ja schon wieder solche Krisen. Ich hab keine Ahnung. Irgendwo. Eine Zeichnung haben wir bekommen. Lager Selo. Finden Sie Roth. 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 Sie den Todesengel. So, wo. Wer könnte es sein? Der nicht? Nein, nein, ich komme aus dem Norden. Ich bin Kälte gewohnt. Das ist eine ganz andere Art von Kälte. Also. Von der Sache nur mit. Okay, wie viel sind denn das hier? Nimmt noch auf. Okay. Uah, Leute, das ist ja schon echt heavy. Meine Tochter gesehen. Seth Roth, sieh dir den Riesen an.
So viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten? Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so, dann retten Sie ihn und gehen Sie wieder, Riese. Und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dirty Shoot nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht Sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lagerdirektorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe daran etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dirty Shoot angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren, hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle. Also die Maschine. Das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus. Dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Wie geil! Deaktivieren Sie die Sicherheitssysteme. Töte das Messer. Wer ist das Messer? Nicht schlecht. Wie ist, wenn du jetzt irgendwas davon als Waffe nimmst? Ah. Enigma Code. Okay, das ist auf jeden Fall der nächste Ziel. Da haben wir Rüstung. Oh, wow, wow, hier, das schaut schon. Pervers aus. Tja, dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Ich
Okay. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Aua. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch. Nein, wir sind keine Insekten. Du bist ein Insekt. Nee. Ja, ja. Kakerlake zertrieben. Okay. Ich bin mal jetzt ganz gemein und sage, wir hören jetzt hier auf und sehen uns das nächste Mal dann wieder. Wobei ich jetzt erstmal eine Pause mache mit Aufnehmen, das heißt, eventuell dürfen wir das gleich nochmal machen. Was soll's? Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und Videobeschreibung auch da unten, es sind Links drin. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Wolfenstein wieder. Und ja, ich würde mal sagen, bis dann. Ciao.